Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Motorsport Manager. Es ist wieder soweit, wir Bist du müssen wieder vorne ein auf dem paar Sack? Runden Kannst du drehen. Ja. So, wo waren wir denn? Noch lädt er? Spiel fortsetzen. So, ich kann mich schon wieder an nichts mehr erinnern, ne? Ich habe echt keinen Plan mehr. Also, haben wir die nicht? Sind wir da nicht? Ich habe keinen Plan. Ja, okay. Müssen alles zuverlässiger machen. Okay. Okay. Och Mann, jetzt hör auf zu labern. Okay, da sieht man, dass er das benutzt. Okay. Aha, okay. Oh, das finde ich eigentlich automatisch, finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Okay. 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 Automatisch, automatisch. Und wir gehen wieder zurück in die Mitte. Das haben wir ja schon getan, ne? Dann können wir eigentlich weiter ins nächste Rennen gehen. Ich habe keine Ahnung mehr, wie das geht. Nee, will ich gerade nicht. Abbrechen. Willkommen zur Reiseplanung. Auf diesem Bildschirm werden wichtige Informationen über das bevorstehende Rennen angezeigt. Außerdem können Sie noch ein paar letzte Änderungen am Fahrzeug vornehmen. Auf dieser Seite des Bildschirms können Sie wählen, welchen Sponsor und welche Reifen Sie zum Rennen mitnehmen möchten. Reifenwahl hängt von den Regeln der Meisterschaft ab und neue Teile am Fahrzeug installieren. Der obere Abschnitt zeigt wichtige Details wie das Streckenlayout und die Anzahl der Runden und Rennen. Behalten Sie die Reifenabnutzung und den Treibstoffverbrauch im Rennen gut im Auge. Diese ändern sich von Strecke zu Strecke, beeinflussen, wie viel Sie aus dem Fahrzeug herausholen können. Das ist das Wetter. Zu guter Letzt wird hier angezeigt, welche Aspekte des Rennens die wichtigsten sind. Kritische Aspekte verlangen den entsprechenden Teilen mehr ab. Wer beispielsweise Verzögerungen kritisch würden, die Bremse schneller abgenutzt als die anderen Teile. Tipp: Im Kalenderbildschirm können Sie einsehen, welche Teile für die bevorstehenden Rennen kritisch sind. Okay.
Okay. Wir nehmen das da mit. Können wir nicht beide mitnehmen? Nein, nur den. Okay. Dann. Achso, wir müssen den Reifen auswählen. Ich möchte das automatisch machen, bitte. Yokohama, es ist Trainingstag. Huh, ich bin ein bisschen müde. Hier treffen Sie Vorbereitung für das kommende Rennen. Jedes Wochenende ist in drei Teile aufgeteilt. Training, jetzt sofort, Qualifying, morgen, wenn es in der Regelung vorgesehen ist, und Rennen Sonntag. Ehe das Training losgeht, müssen Sie die Fahrer bestimmen. Okay. Für das Training brauchen Sie zwei Fahrer. Ein wichtiges Ziel des Trainings ist es, Wissen zu gewinnen, indem Fahrer Runden und auf der Strecke absolvieren. Fahrer mit besseren Feedbackwerten sammeln Wissen schneller. Wählen Sie Ihren Ersatzfahrer, um seine Fahrerwerte zu verbessern. Das ist die aktuelle Konfiguration des Fahrzeugs und die schnellste Zeit. Über Konfiguration ändern können Sie die Konfiguration anpassen sowie mehr Details zur aktuellen Konfiguration ansehen. Im Training geben Fahrer Feedback zur Konfiguration. Reagieren Sie auf dieses Feedback, um das Verhalten des Autos zu verbessern. So viel zur Trainingszentrale. Wenn Sie sich umgesehen haben, klicken Sie auf Weiter und Training starten, um loszulegen. Okay. Dann schnappen wir uns ihn hier. Ich hätte gerne mehr Geschwindigkeit. Ach egal, das lassen wir erstmal so. Beginnen Sie jetzt das Training, um die Fahrzeuge zu konfigurieren. Training ist angesagt. Hier können Sie die Konfiguration des Fahrzeugs perfektionieren und Aktionen wie Boxenstopp oder Rennstarts üben, um Wissensboni für das Qualifying und Rennen zu bekommen. Es ist Ihre Entscheidung, welche Wissensboni Sie holen wollen. Um möglichst viele Optionen zu erhalten, wählen Sie verschiedene Strategien für Ihre Fahrzeuge. Haben Sie sich für eine Strategie entschieden, wählen Sie bei beiden dieselbe Konfiguration. Im Training steht der Bildschirm der Boxengasse etwas anders aus. Hier sollten Sie die Konfiguration für den Rest des Wochenendes antesten. Nutzen Sie die Schieberregler und Felder, um die Konfiguration des Fahrzeugs anzupassen. Diese Seite des Bildschirms zeigt, wie die Fahrzeugbalance auf Ihre Änderungen reagiert. Ebenso erscheint die vorige Konfiguration, die Meinung der Fahrer zur vorherigen Konfiguration und die ihrer Ansicht nach angemessene neue Einstellung. Legen Sie hier fest, welches Wissen Ihr Fahrer an diesem Stint sammeln soll. Der Fahrer kann in zwei verschiedenen Trims fahren, Qualifying und Rennen. Im Qualifying-Trim kann Erfahrung für diese Session gesammelt werden, die am Tag des Qualifyings einen Vorteil bringen kann. Andererseits bringt Renntrim Erfahrung, die im Rennen selbst nützlich sein wird. Nee, du fährst nur einen Trim auf jeden Fall. Okay.
Antrieb schlecht, Fahrverhalten großartig, Geschwindigkeitsbalance gut. Der Antrieb ist schlecht. Okay, jetzt muss ich den Antrieb irgendwie hochschrauben. Nein. Okay. Gucken wir hier nochmal. Die Geschwindigkeitsbalance ist nur okay. So. Der Antrieb ist nur okay. Ich weiß nicht, ob ich hier nicht gerade wirklich scheiße baue, den Einstellungen, die ich da vor mir vornehme. Bin halt echt nicht gut in sowas. So, was war jetzt schlecht? So, jetzt war das Fahrverhalten mies, na toll. So, dann nochmal raus.
So. Ah, mein Knie. Oh, ich sterbe mal irgendwann. Egal, morgen geht's in Urlaub. Yeah. Okay. Dies ist die Qualifying-Zentrale. Es gibt einige deutliche Unterschiede zum Training. Klicken Sie auf das Wissensfenster, um das Wissen anzuzeigen, das den Fahrern in diesem Rennen zur Verfügung steht. Hier sehen Sie pro Fahrer zwei Plätze, denen Wissensboni für dieses Rennen zugewiesen werden können. Ihre Optionen beinhalten das Wissen aus dem Training und eventuelle Boni, die der Mechaniker durch ein besonders gutes Verhältnis mit dem Fahrer freigeschaltet hat. Okay. So. Siehst du, machen wir so. Und das können wir gerade so lassen. Okay, aber das gefällt mir hier nicht. Das machen wir so. Und hier müssen wir nochmal beim Antrieb gucken. So. Auf geht's ins Qualifying. Willkommen zum Qualifying. Hier dreht sich alles um den Versuch, Ihre Fahrer über eine einzelne Runde die beste Zeit zu erreichen. Je schneller Sie fahren, umso weiter vorne starten Sie das Rennen. Den schnellsten Fahrer winkt die Pole Position. Um den Fahrer auf die Strecke zu schicken, klicken Sie auf Losschicken, genau wie im Training. Wieso ist er so langsam? In diesem Fenster kontrollieren Sie die Outlap, die erste Runde nach Verlassen der Box Ihres Fahrers. Passen Sie an, wie aggressiv der Fahrer vorgehen soll, damit er in sauberer Luft fährt, also weit von anderen Fahrzeugen entfernt. Achtung, ein aggressiver Fahrstil erhöht die Reifen- und Bremstemperatur. Machen Sie alles richtig, hat der Fahrer die beste Chance, auf der Pole Position zu landen. Okay, das sind die Grundlagen des Qualifying. Jetzt müssen Sie dafür sorgen, dass Ihre Fahrer beim Qualifying den bestmöglichen Platz erreichen.
gerade, warum er so langsam ist, aber ich habe das so langsam eingestellt. Ach, ihr seid ganz schön scheiße, ihr beiden. Beide in der letzten fliegenden Runde. Naja, er hat immerhin den achten gemacht. Pole Position geht an Steinmann Motorsport, an Chapman. Zielvorgabe erreicht, ne? Gibt ein bisschen Kohle. Sehr schön. So, jetzt würde es ins Rennen gehen und ich finde, das machen wir dann beim nächsten Mal. Denn, ja. Wir haben schon einen Großteil unserer Zeit rum. Wir speichern einfach mal und beenden das Ganze für heute. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Sage hoffentlich bis zum nächsten Mal. Eure Thimmeltech. Bye bye, Little Baddies.